Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Kette bei einem Fahrrad mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse einstellen kann. Warum erwähne ich hier noch die Rücktrittbremse? Einfach aus dem Grund, wir müssen die einmal lösen und wir müssen hinterher auf jeden Fall auch aufpassen, dass wir sie wieder festziehen. Das ist ganz wichtig, denn sonst ist sie ohne Funktion. Und wie man jetzt die Kette einstellt, zeige ich euch. Ihr könnt sehen, dass die hier viel zu locker hängt. Die sollte ja maximal ungefähr so einen Zentimeter, einen halben vielleicht, bewegbar sein. Also sie sollte auf jeden Fall definitiv mehr unter Spannung stehen. Ich werde euch gleich zeigen, was man hier noch rausholen kann. Ein bisschen gelenkt ist die Kette auch, aber wir können sie auf jeden Fall noch besser einstellen, als sie jetzt ist. Hier können wir jetzt das Hinterrad mal aus nächster Entfernung sehen und wir können das Hinterrad so ein bisschen nach oben hin verschieben oder ziehen. Da kann man auch sehen, dass hier noch so ein bisschen Platz dazu da ist. Und wenn wir das machen, dann wird die Kette natürlich auch noch etwas mehr gespannt. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu müssen wir das Hinterrad einmal komplett lösen. Wir schrauben jetzt zuerst einmal den Halter von unserer Rücktrittbremse los. Wichtig halt, dass ihr das hinterher auch wieder anschraubt. Das solltet ihr auf gar keinen Fall vergessen, weil wie gesagt, sonst ist die Bremse ohne Funktion. Und das wollen wir ja nicht. So, wenn wir das gelöst haben, dann geht es darum, jetzt einmal das Hinterrad zu lösen. Wir hängen das hier auch erstmal aus. Und jetzt müssen wir hier noch die Schraube einmal lösen. Das geschieht bei mir mit einem 14er Ringschlüssel. Ihr braucht die Schraube nicht ganz rausdrehen, es reicht, wenn man es wirklich so löst, so dass wir nachher ein bisschen Spiel aufs Rad bekommen und auf der anderen Seite lösen wir es jetzt auch nochmal. Um jetzt auf der anderen Seite an die Schraube oder Mutter ranzukommen, müssen wir hier einmal das Schaltgestänge aushaken. Dazu drehe ich hier die Schraube von dem Gehäuse etwas voll locker und ziehe es dann einfach hier so ab. Jetzt kommen wir auch hier an unsere Mutter ran. Jetzt lösen wir hier die Mutter, in meinem Fall ist es jetzt ein 16er Schlüsselgröße, Maulschlüssel in dem Fall. Die Plastikverkleidung hier von unserem Schaltgestänge können wir etwas abziehen. Das muss hinterher dann natürlich auch wieder drauf gemacht werden. Und jetzt lösen wir hier einmal die Mutter. So. Wie gesagt, ihr braucht es auch nicht ganz abschrauben, sondern nur einfach lösen, so dass wir dann den Reifen nach hinten schieben können. Das sollte schon reichen. Beide Schrauben sind jetzt gelöst und jetzt können wir unser Rad hier einmal nach oben hin schieben. Natürlich auf beiden Seiten gleichmäßig, sodass das Rad nachher nicht anfängt zu eiern. Das könnt ihr dann überprüfen, wie es hier im Schutzblech läuft. Also einmal gleichmäßig ranziehen und ihr könnt schon sehen, wie man jetzt hier spielen kann anhand der Fahrradkette, wie die sich jetzt spannt. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass sie durchaus besser gespannt ist. Wenn ihr das gemacht habt, dann dreht ihr gleich die Verschraubung mit der Hand schon mal fest, sodass das alles nicht mehr nach unten rutschen kann. Wenn wir das einmal handfest angezogen haben, dann sollten wir einmal den Radlauf kontrollieren, ob das jetzt auch gerade eingehängt ist, nicht, dass es irgendwo eiert. Bei mir sieht es soweit ganz gut aus und dann können wir das jetzt einmal wieder zusammenbauen. Auch die Kette ist jetzt straffer als vorher. Sie ist jetzt so doll gespannt, wie es geht. Mehr kann ich das Rad jetzt nicht mehr nach vorne ziehen. Das heißt, wenn die Kette irgendwann zu viel gelenkt ist, dann sollte man sich gegebenenfalls mal Gedanken machen, ob man vielleicht eine neue nimmt. Wir probieren es erstmal mit der alten Kette noch weiterhin aus und jetzt schrauben wir das alles wieder zusammen. So, die Schraube ist wieder festgezogen. Jetzt hängen wir wieder die Schaltung ein. Dieses kleine Plastikteil ist beim Hantieren runtergefallen. Achtet darauf, ihr habt hier so eine kleine Nase und hier die Einkerbung, dass er das auch so wieder drauf schiebt. Das passt nämlich nur einmal und dann habt ihr auch hier nichts verstellt oder falsch gemacht. Und jetzt schieben wir hier unsere Abdeckung einfach wieder drauf. So, ein bisschen kurz rumrödeln und dann sollte das gleich wieder sitzen. Und dann schrauben wir hier auch die Schraube wieder fest, sodass nichts abfallen kann und es richtig sitzt. Und jetzt kommen wir noch zur anderen Seite. So, auch hier ziehen wir das jetzt einmal wieder fest. Und jetzt müssen wir noch, ganz wichtig, unsere Bremse wieder festschrauben. Die Rücktrittbremse. Diese hängen wir jetzt hier wieder ein. Die Schraube einmal durch. Von der anderen Seite unsere Mutter rein. Erstmal mit der Hand ansetzen.
und dann anschließend kontern wir das einmal fest. Nur wenn der Halter richtig festgeschraubt ist, nur dann ist auch die Rücktrittbremse in Funktion. So, das war's. So einfach ist die Kette nachgespannt. Mehr ist nicht drin. Sie ist definitiv besser gespannt als vorher. Jetzt sollte sie auch nicht mehr so oft rausfliegen. Das war nämlich vorher das Problem. Wenn man geschaltet hat, ist oft die Kette leider rausgefallen, weil einfach die Spannung nicht gestimmt hat. Das Problem sollte behoben sein. Ich werde jetzt noch eine Probefahrt machen. Falls noch irgendwas nicht stimmen sollte, kann ich das gegebenenfalls noch nachstellen. Würde ich euch auch empfehlen. Kontrolliert nochmal, was ihr hier alles gemacht habt. Probiert auch nochmal die Schaltung anschließend aus, dass das richtig läuft. Und wenn ja, dann wünsche ich euch ja allzeit eine gute Fahrt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.